Da hat er vorhin irgendwas gesagt, der hat was mit einer brasilianischen Mutter gehabt. Aber ich weiß nicht, ob er von deiner gesprochen hat oder von irgendeiner brasilianischen Scheiße. Wichser! Eins wissen wir ja, Bosse konnte noch nie hart schlagen. Jetzt erzähle ich die Story, also als wir Niklas Rollstuhl geholt haben. Also man muss vor, Niklas hat uns schon, als wir beim VfB unterschrieben haben, so gefragt, ey Jungs, ich hätte gerne einen Rollstuhl, der einen Brustring hat, der neu lackiert ist mit dem VfB-Logo. Und man, okay, das machen wir zusammen. Der Tag war gekommen, er hat die Firma, wo er sich seinen Rollstuhl machen lassen hat, hat er kontaktiert und wir sind dort zusammen nach Dortmund gefahren. Wir müssen schon sagen, wir kamen, ich dachte so, okay, das ist so eine riese Rollstuhlfirma, komm dorthin, das war wirklich so ein Hinterhof und einfach nur so ein Tor. Ja, wir waren, dachten schon so, okay, krass, kommen dort an. Okay, sind in die Firma rein und ging das aber wirklich so krass durch so Hinterhöfe und war eigentlich saugeil gemacht, so kleine Straße für so Rollstühle mit so Ampeln und sowas, ne, saugeil gemacht. Und ich sag mal, das war halt so eine Arbeitsstätte, wo auch so ein bisschen, ja, so behinderte Menschen angestellt hat, ne? Auch so, also auch normal und so, eigentlich sau cool. Und dann sagt der Kollege da, mit dem er dann so gesprochen hat, sagt dann so, ja, die Steffi, ne? Steffi holt gute euch jetzt Frau, ab. Steffi ist gute Frau. Steffi war ganz normal, holt euch jetzt ab, ne? Und geht dann da mit euch durch, so. Und wir hatten denen extra noch eine GoPro hochgeschickt, dass die halt so das filmen können, so ein Zeitraffer, wie halt der Rollstuhl so lackiert wird. Ne? Weil wir da für TZ2 und für VfB einen Vlog gemacht haben. Dann ob die Steffi kam und dann sagt die Steffi schon, dann sagt Niklas so, ja, habt ihr schon mit der GoPro ein paar Aufnahmen machen können? Sagt die Steffi so, nee, GoPro? Wieso? Nee, wieso? Ich dachte, ihr macht das. Wir so, hä, für was haben wir den? Ich habe extra noch die GoPro hierher gerichtet und so. Ja. Wieso haben wir die hochgeschickt? Okay, war schon das Erste. Die Steffi war ziemlich... Sagen wir mal so, man hat gemerkt, sie hält von uns nichts. So, ne? Wirklich? So beim Filmen auch, sie ist immer weggegangen und so. Und sie hat auch selbst mit ihren GoPros, hat die eigentlich alles gefilmt. Da hab ich mir gedacht, so, wieso denn? Wieso mussten wir dann unsere GoPro dort hochschicken? Dann kam irgendwann ein anderer Mann, sehr, sehr freundlich, hat gesagt, ah, nee, Jungs, wir haben mit eurer GoPro gefilmt, alles drauf, ich ziehe euch das zusammen, so. Und die Steffi dann schon so... War die voll anti-Teasy oder was? Nee, die Steffi dann schon so, ich will eigentlich nicht, dass jemand meine Aufnahmen bekommt. Was? Und wir sind so, okay, ne? Warum macht die so klar, Auge? Alles klar, dann war Ding an dem Tag, wir hätten um 12 Uhr da sein sollen, aber an dem Tag war irgendwie ein Abschluss von einer Kollegin zu feiern. Dann hat er so gesagt, ah, da ist jetzt eine Stunde lang ein bisschen Kuchen essen und so, es wird ein bisschen später. Wir haben gesagt, okay, dann gehen wir noch was essen und fahren dann da zu, wie heißt er da? Warum wurden das alles erst gemacht, als sie da waren? Keine überhaupt? Ahnung, keine Ahnung. Wir fahren da diesen Big von JP in diesem Burger. Ja, ne? Ja, das habe ich gesehen auf Instagram. Okay, da sind wir da hingefahren. War das gut? Ja, ist schon gut, ne? Also dann haben wir uns so aus Spaß gedacht, wir sind nämlich bei Dortmund durch diese Straße hergefahren. Ja, das habe ich, gesehen, das habe ich so abgefeiert, das war so lustig. Und sind mit Schalke-Musik da durchgefahren. So lustig. Wir haben natürlich auch dementsprechend Hate auf Instagram gekriegt. Ja. Es ist ja aber nur Spaß. Sollen alle den Schnauze halten. Es ist ja nur Spaß und wir waren auch abends für Dortmund gewesen, es war Spaß, viele haben es auch gefeiert. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es selbst auch gefeiert. Ich fand es sau lustig. Vor allen Dingen kam am Ende ja raus, das ist das größte Dortmund... Assi-Viertel ist in Dortmund, ne? Wo ihr durchgefahren seid. Und die haben uns halt auch schon angeguckt, als würden sie uns gleich umbringen, ne? Muss man doch einfach so sagen. Wir wurden halt auch an dem Abend von, glaube ich, jeder Schalke-Seite geteilt, ne? Schalke-Fanseite komplett. Geil. Alles klar, wir kamen zurück. Also ich hab's gefeiert, muss ich sagen. Da darf man sowas nicht so ernst nehmen, Freunde. Ja, nee, es ist ja nur Spaß. Auf jeden Fall, wir kamen zurück und man hat gemerkt, die Stimmung da drin ist noch schlechter. Ist nochmal gekippt. Ist noch schlechter. Zumal, wir waren dann bei der Montage, haben das gefilmt. Und am Ende haben wir dann gesehen, dass halt beim Niki seinem Rollstuhl, der hat einen anderen Rollstuhl gestanden, der hatte so richtig geile schwarze Carbonräder gehabt, mit so rote Dinger gehabt, so richtig Vollausstattung geil. Ne? Und Niki sieht es und so, oh geil, kann ich das auch haben? Ehre. Ja. Und dann haben wir die gesagt, können wir die Räder da haben von dem Rollstuhl? Und dann hat die gesagt, nee, das geht nicht. Ne? Wir wollten aber eigentlich nur fragen, ob sie noch so Räder haben und wenn ja. Ach, sie dachte, dass wir die jetzt abschrauben von dem Rollstuhl so, oder was? Warte ab. Und dann sind wir da drüber gegangen, haben gesagt, du, wie sieht denn das aus, ne? Wir hätten gerne auch so Räder, habt ihr die vorrätig? Oder können wir die euch abkaufen? Ihr macht dem Kollegen da ein paar neue drauf und dann sagt ihr zu: Männers, wenn ich sehe, dass ihr was klaut hier in der Werkstatt, dann ist aber was los. Sagen wir: Hä? Da hab ich gesagt: Entschuldigung, wieso sollen wir hier was klauen? Euch ist doch alles zuzutrauen, ne? Was? Sie ist voll angegangen, Digga. Sie hat mich voll angegangen. So, Freunde, zurück auf Roll It. Genau wie so. Dreist, warum? Nur weil die schlecht gelaut war oder so, was? Ja, so, sie gehen uns voll an. Ich dachte mir so: Okay, und wir so: Nein, wir wollten einfach nur fragen, ob wir. Ne? Ja. Wir bezahlen die Reifen auch, nehmen sie sofort mit. Die so, nee, was erzähle ich an den Jungen, der dann da kommt, das kann ich ja nicht machen. Und wenn ihr was klaut, das geht gar nicht. Sag mal, warum? Schlampe.
warum sollen wir was klauen, so, ne? Und wir dachten so, wieso? Und sie sagt halt noch so, ja, euch ist ja alles zuzutrauen, ne? Voll die dreiste so, Aussage erstmal, wir gehen raus, ne? Fertig, dann sage ich so, weil unsere GoPro war nicht mal da, dann sage ich ja. Wie machen wir das mit der GoPro? Sagt sie so, das weiß ich doch nicht. Sag ich so, wieso? Du hast sie doch abgebaut und bist doch dafür auch zu. Ja, habt ihr euch nicht darum gekümmert? Sag ich, du hattest die GoPro, habe ich gesagt. Da bin ich ja auch ein bisschen lauter geworden in dem Moment. Hab gesagt, wieso sollen wir uns darum kümmern? Ihr habt die, wir gehen davon aus, wenn wir die hochschicken, dass da Aufnahmen drauf sind und dass das alles ready ist. Wie kann jetzt sowas sein? Ja, ich frage. Dann kam der andere und meinte, Männer, ich mache euch das alles fertig. Alles klar, wir kommen nochmal hoch. Alter, mit der hätte ich ja richtig Bock zusammenzuarbeiten. Wir kommen nochmal hoch, hocken in dem Raum, haben uns noch bei diesem Typ, mit dem Niki alles ausgemacht hat, ne? Haben wir uns dann noch gesprochen. Und ich gucke in dieses Büro rein und guck nach oben und sehe ein riesengroßes Dortmund-Bild an der Wand mit Wimbel, alles komplett Dortmund. Und dachte mir so, oh fuck. Und dann sagt der Typ, so der war locker, sagt so, Männers, aber nächstes Mal fahr da bitte mit Dortmund-Musik da durch, ne? Und dann war der Ultra-Dortmund-Fan und war komplett. Wir haben dann noch so den neuen Rollstuhl noch so abgefilmt im Hof. Und irgendwann hörst du Steffi rufe, Jungs, ist jetzt Schluss, rein jetzt! Ne, und voll angefangen, das hört man sogar noch auf der Aufnahme, ne? Alter, was ist, wie kann man so, Digga, die war so krass drauf. Und das Beste ist, ne, sie sagt dann so, ja, die Dateien sind zu fuck. Und dann sagt der Typ, so der war locker, sagt so, Männers, aber nächstes Mal fahr da bitte mit Dortmund-Musik da durch, ne? Und dann war der Ultra-Dortmund-Fan und war komplett, wir haben dann noch so den neuen Rollstuhl noch so abgefilmt im Hof. Und irgendwann hörst du Steffi rufe, Jungs, ist jetzt Schluss, rein jetzt! Mit Passwort! Bruder, wir haben das Video schon lange geschnitten, die brauchen wir gar nicht mehr. Sie schickt uns ein Ding mit Passwort zu. Also sau komisch. Was ist mit? Wie kann man denn so drauf sein? Digga, es war echt sau komisch. Ich war auch leicht erschrocken. So, Wie kann man denn so humorbehindert sein? So der Typ, weißt du, wo der in der Ding gehockt hat, so, der hat's gefeiert. Der hat so gesagt, ey Männer, so, ne, nächstes Mal Dortmund-Musik und hat abends hat er für Dortmund erst recht. Ich so, ja, ist ja eh für Dortmund, alles Spaß. Und deswegen kam auch der Satz. Das ist erstmal, der hat dann erstmal geblickt in dem Moment. Plötzlich kam auch so, euch ist alles zuzutrauen, weißt du, weil das war nur da drauf gezogen. Und die fährt also mich, die Frau fährt wirklich, uns dort an. Ja, und wie kann man so drauf sein, Digga? Es war echt krass. Das ist ja, Junge, hat ihr euch wirklich so angefahren, wie du es gesagt wirklich, hast? Digga, wirklich, ich bin dann irgendwann mit der Kamera hat es mir dann auch gereicht, dann habe ich dann, da bin ich auch zurück ausgerastet, weil das kann, also man kann irgendwelche Leute, du bist ja, wenn du kannst einfach sagen, euch ist alles zuzutrauen, weh, ihr klaut hier was, ich überprüfe eure Tasche, nur weil ihr seht, dass ihr was einsteckt. Als will ich in ihrer Werkstatt irgendwas einstecken. Bruder. Also die ist echt leicht reizbar. Ne? Da haben wir vielleicht ein paar von denen, die da arbeiten, echt Schwierigkeiten mit der. Die wäre sie schon gewohnt sein, wenn die so entspannt reagiert Kevin haben. Kevin Kau. Nee, also das war echt. Also da habe ich echt so ein bisschen gedacht. Krass, ne? Vor allen Dingen halt, weil wir halt auch den Rollstuhl abfilmen wollen. Es war ja auch alles so irgendwie ein bisschen abgesprochen, dass wir filmen dürfen. Ja. Und dann scheißt die uns da zusammen. Es ist jetzt Schluss mit Film. Also sorry, aber wer so drauf ist. Es war also schon krass. Du Hure ist natürlich jetzt vollkommen übertrieben, aber so ungefähr. Vor allen Dingen, ich verstehe halt so oft, ne? Zurück angeschnauzt, wenn die schon und sagt, nee, ihr klaut was, Alter. So voll, hey. Ich verstehe. Die Schalker, die klauen alle. Ich verstehe halt auch oft, ne, dass sowas immer so ernst genommen wird. Mein Gott. Nee, man muss auch einfach Spaß verstehen. Wenn jemand durch Berlin in der Union-Hymne fährt und so lacht in dem Dings und sowas, würde ich ja auch voll. Ja, aber ich tue gerade dasselbe. Also bitte. Ganz ehrlich, der hat Eier bewiesen. Der hat einfach Eier bewiesen dann, im Endeffekt. Ja, genau. Digga, es war einfach zu einfach lustig. Humorvoll. Die Leute, die meisten werden es ja auch gefeiert die haben. Die meisten Dortmund-Fans haben auch gefeiert. Und deswegen, Jungs, sau lustig. Nächstes Mal macht er das selber bei Schalke und sowas. Wenn wir jetzt in Schalke gewesen wären, also Gelsenkirchen, dann hätte er Dortmund-Musik angemacht. Ja. Natürlich. Oh aber God. Nicht von mir. Vielleicht von der Frau, aber nicht von mir. Ja, die war zu krank. Nein, Digga, Dortmund ist auch nicht scheiße. Ganz ehrlich, in der Champions League bin ich auch für Dortmund. Dann bin ich auch für Bayern und das ist nichts scheiße. Alles nicht so ernst nehmen, Chat. Alles nicht so ernst nehmen. Handschlagrunde. Okay. Handschlagrunde, bist du dabei? Der schlechteste hat aber das letzte Pack nochmal. Okay. Okay, dann Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Du legst die Reihenfolge fest. Timo ist Erster. Bruder. Simon ist Zweiter. Ich mach's Letzte. Okay, Digga, das Erste ist scheiße. Ja, aber Digga, dann kriegst du das Vierte. Komm, Digga. Entweder schick mich Rutschne oder gib direkt einen Bollermann. Der fahrt rein. Fuck. Boah, fuck. Momo, auf Rinde kommt die mit Barbie. ZM, Tolisso, hä? Ja. Fuck. Aber, boah. Fuck. Ich sag, ich geh baden. 83er langt nicht. 83er langt nicht, Digga. Aber egal, der Schlechteste hat ja nochmal ein Ding. Bitte, bitte, bitte. Ich geh baden. Super.
Super, das Beste, was dir passieren konnte. Hier rutschen zu gehen jetzt. Ja. 82er. Das ist das Beste, was dir passieren konnte. Außer Bosse zieht jetzt ein 81er. Unreal Person kommt in die VIP-Army. Der geht auch rutschen. Ist gut. Du rutschst 82er, ne? Boah, ja. 82er. Ja, schön, Papier. Ja, ich bin durch, ne? Ja, Team Aus, durch. Yes! Fuck. Rad. Jetzt will ich dir echt das letzte Pick. Schnick, Schnack, Schnuck, Gewinner kriegt das letzte Pack. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein. Ehre, Digga. Wichtig. Und jetzt mach einen ganz großen Frosch, Digga. Mach einen ganz, ganz großen Frosch. Ich hab schon mal zu der 7 gezogen. Ich kann's auch noch machen. Wie ist es jetzt, wenn er jetzt da ein schlechteres zieht, bis er dann raus, oder? Hallo. Er fährt rein. Ich bin raus. Oh! Bossio, bitte. Hä? LF? Bergwein. Promise! Oh Bergwein, Promise! Nein, nein. Das ist Bergwein. Oh, Scheiße. Es ist Scheiße, Bergwein. Bergwein ist Scheiße, Digga. Bergwein ist Scheiße. Ich wollte Promise, Digga. Der hat doch vorhin irgendwas gesagt, der hat was mit einer brasilianischen Mutter gehabt. Aber ich bin immer von deiner gesprochen hat oder von irgendeiner brasilianischen Scheiße. Du Wichser! Nein! Glaub, aber ich glaube, es ist das Wort Post hier noch gefallen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dafür ist zu wenig gekommen. Aber gut, eins wissen wir ja, Post hier konnte noch nie hart schlagen. Macht er nicht. Oh! Boah, du, gut, oh! Da! Der war richtig gut, Bruder. Ah! Der hat sogar mir wehgetan. Der war richtig gut, Bruder. Okay, das war's, oder? Alter, das ist aufgeplatzt. Ja, aufgeplatzt. Hier? Sag die Frauen raus. Oh! Ah! Tschüss! Junge! Bist du behindert? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab ihn kurz und schnackig gehalten, Alter. Alter, stark! Ohne viel Schnickschnack! Stark! Ruf auf die Mutter! Stark! Stark! Lass mich hängen! Stark! Alter, bist du des Wahnsinns? Ja, was ist denn los? Rip in den Chat, Alter! Boah, das hat echt. Der hat echt. Boah. Alter, zwei so Rakete zu bekommen, ist hart. Wenn du Bosses Mutter beleidigst, ist wie wenn du meine beleidigst, Alter. Ach du.